Herzlich willkommen auch von mir an der Stelle und auch danke für die Gelegenheit, von diesem Thema Geodaten als Basis für modernes Asset Management hier berichten zu dürfen. Ich möchte so die kommenden 15, 20 Minuten nutzen, einerseits einleitend ein paar Aspekte über die zentrale Rolle von Geodaten im Asset Management zu berichten und Ihnen auch ein paar Beispiele zu zeigen, damit Sie einen Anreiz bekommen, wo man eben Geodaten fürs Asset Management dann eben verwenden kann. Kurz zuvor, vielleicht haben wir hier abgebildet noch unser Firmenprofil der Firma Vertagis. Wer sind wir? Was machen wir? GIS natürlich steckt im Namen Geoinformationssysteme, sonst wären wir auch nicht hier. Aber auch dieser Teil Werte, vertikale Geoinformationssysteme bezieht sich eben darauf auch, dass wir Use-Case-gestützte, prozessorientierte Anwendungen auf Basis der Geodaten dann auch implementieren und zur Verfügung stellen. Und das sind dann diese Asset-Management-Lösungen. Wir bedienen hier im Endeffekt diese vier abgebildeten Branchen, der Public-Sektor, die öffentliche Verwaltung, Energieversorger, aber auch Telekommunikationsunternehmen und auch Infrastrukturmanagement-Betreiber. Wir haben in weltweit gesehen so knapp über die 20 Standorte auf 9 Länder verteilt. Für Sie hier vielleicht wichtig in dem Raum, auch im Dachraum sind wir mit über 10 Standorten vertreten. Wir sind auch natürlich wichtig ESRI Platin Partner, das heißt unsere Geodaten basieren auf ESRI Datenbanken und wir setzen darauf auf, nutzen die Power von ESRI ArcGIS und führen dann eben unsere oder implementieren unsere eigenen Fachschalen und Lösungen fürs Asset Management dann dazu. Gut, einleitend, vielleicht möchte ich ein paar Aspekte, welche zentrale Rollen Geodaten eigentlich im Asset Management dann auch spielen, hier kurz darstellen. Beginnen möchte ich da links unten mit dem Bereich Visualisierung und Lokalisierung. Natürlich ist es wichtig, dass ich meine Assets, meine Vermögenswerte entsprechend kartiere, auf der Karte darstellen kann, auch präzise dann entsprechend lokalisieren kann. Assets wie Gebäude, wie Straßen, wie Energieinfrastruktur. Das erleichtert dann natürlich auch diese physischen Standorte zu bestimmen, zu erkennen und auch in einer geografischen Umgebung darzustellen. Zusätzlich aber auch die räumlichen Analysen, die man da darauf aufbauend natürlich machen kann. Durch die Verknüpfung der Geodaten eben mit der geografischen Position kann man auch Zusammenhänge dann entsprechend erkennen, die für ein Asset Management sehr wertvoll sein können, wie zum Beispiel Gebiete identifizieren, wo ich einen hohen Wartungsbedarf habe und dort auch entsprechend mein Personal absenden muss. Der zweite Bereich bei diesen Aspekten ist die effiziente Wartung, sind auch die Inspektionen. Natürlich mit Geodaten habe ich auch die Möglichkeit, über Routenoptimierungen die beste optimale Route für meine Wartungsteams zu berechnen, bereitzustellen und so auch entsprechend Zeit und Kosten einsparen zu können, da ich unnötige Wege und Fahrten vermeiden kann. Aber auch die frühzeitige Risikoerkennung, beispielsweise wenn ich wartungsintensive Assets habe, wartungsintensive Anlagen, wo immer wieder die gleichen Fehler häufig vorkommen, die gleichen Mängel erkannt werden können, kann ich auch hier entsprechend planen und meine Inspektionen dann für die Wartungsteams durchführen. Der dritte Teil ist der Teil der Datenintegration und Entscheidungshilfe. Einerseits, wo man auch die Geodaten vernetzen kann mit IoT, mit Sensorik, um so auch besser Datengrundlage zu haben. Oder aber auch natürlich mit betriebswirtschaftlichen Daten aus anderen Systemen meine Assets entsprechend anders darstellen kann und eine andere Sicht auf diese Assets entwickeln kann. Und weiter in diesem Bereich Entscheidungshilfe sind Dashboards, Berichte, wo ich auch natürlich entsprechende Dashboards auf einen ersten Blick die wichtigsten Informationen für das Management beispielsweise bereitstellen kann, damit die eine fundierte Entscheidung dann darauf aufbauend treffen können. Der vierte Bereich bei diesen Aspekten ist Ressourcenmanagement und Nachhaltigkeit, wo ich natürlich auch meinen Ressourceneinsatz, die Mitarbeiter, die ich plane für meine Tätigkeiten, auch optimal einsetzen kann und planen kann. Und auch hier spielen natürlich die Geodaten eine entscheidende Rolle, weil ich die als Basis für diese Planung auch nutzen kann. Ja, und der fünfte Bereich, das sind vorausschauende Analysen, Zukunftsplanung, wo ich dann die Möglichkeit habe, auch in die Zukunft etwas ableiten zu können, meine Geodaten mit Szenarien
etwas simulieren kann, wo sich Infrastrukturanlagen unter entsprechenden Umwelteinflüssen dann auch entwickeln und anpassen. Gut, ja, und diese fünf Aspekte versuchen wir jetzt in diesem Bereich, in diesem Schaubild kurz noch einmal darzustellen. Wo haben wir entsprechende Lösungen dafür aufgebaut? Dieses Schaubild ist vielleicht etwas aus der öffentlichen Verwaltung, Public Sector entsprechend abgeleitet, trifft aber genauso auf Infrastrukturmanagementbetreiber zu. Als Betreiber solcher Anlagen, solcher Assets hat man auch gewisse Pflichten und muss auch entsprechende prozessorientierte Aufgaben durchführen können. Und wir unterscheiden hier einerseits Assets innerhalb von Gebäuden, also im Gebäudemanagement, im klassischen Facility Management, aber natürlich auch im Bereich der Außenanlagen, wo ich zum Beispiel meine Straßenbeleuchtung, Infrastrukturen entlang der Straße managen, als Assets managen kann, wo ich aber auch einen Grünflächenkataster aufbauen kann und mein Grünflächenmanagement entsprechend dann abbilden kann. Und eben für diese Infrastrukturaufgaben, da entstehen natürlich gewisse Fragestellungen, die ich als Anlagenbetreiber habe, die wir versuchen entsprechend auch zu beantworten. Das können auch sehr banale Fragestellungen sein, wie welche Anlagen habe ich denn überhaupt, wo sind denn die Anlagen oder aber auch welche Störmeldungen, welche Maßnahmen muss ich für meine Maßnahmen entsprechend auch pflegen. Wo kann ich etwa Nachweispflicht, Dokumentationspflicht im System hinterlegen, dass ich auch auf Knopfdruck sofort beweisen kann, ich habe alles gemacht, um eben zum Beispiel den Einsturz eines Baumes zu verhindern. Ich habe alle Kontrollen hinterlegt im System und kann das auch entsprechend im System dokumentieren und nachweisen. Gut, darauf aufbauend eben, wie sieht dann unser Lösungsangebot aus? Wir haben natürlich die ArcGIS-Daten, die Geodaten sind natürlich die Basis. Das ist der große Schatz, den Sie dann auch entsprechend haben, diese Geodaten. Und darauf aufbauen dann diese sechs Säulen, die wir hier anbieten, aus diesen Fragestellungen, aus dem Schaubild davor, als eigene Lösungs, aus diesem Plattformgedanken als eigene Lösungen entsprechend hinterlegen. Das ist jetzt einerseits das wertige FM Building für den Bereich Building Management, Gebäudemanagement, geht aber auch dann in Bereiche fürs Vertragsmanagement mit Energie, Monitoring und dann auch entsprechend hinaus in die Außenanlagen, Green Spaces, Grünflächenkataster, Instandhaltung, Maintenance und so weiter. Und diese sechs Produkte möchte ich kurz in den nächsten verbleibenden Minuten noch etwas näher beleuchten und Ihnen auch einige Beispiele aus diesen Punkten mitgeben. Im Gebäudemanagement die zentrale Frage, welche Informationen zu meinen Gebäuden habe ich natürlich zur Verfügung? Ich habe auch eine zentrale Datenplattform, wo ich all meinen Mitarbeitern eine gewisse Sicht auf die Daten geben kann, damit die auch schnell Daten finden und auch entsprechend diese Daten verwenden können. Aber natürlich auch, dass ich dort entsprechend meine Auswertungen sehr schnell im System hinterlegen kann und ausgeben kann. Und hier ist ein erstes Beispiel, noch ohne Geodaten aus dem Gebäudemanagement, aus dem Buildingsmanagement, wo ich natürlich mit solchen frei konfigurierbaren Dashboards die wichtigsten Informationen für das Asset Management sofort zur Verfügung stellen kann. Und das ist auch für die Management-Ebene natürlich entscheidend, weil man sofort einen ersten Blick hat, wo muss ich denn reagieren, wo muss ich irgendwelche Maßnahmen setzen, um einen anderen Zustand vielleicht meiner Assets, meiner Anlagen zu erhalten. Der nächste Bereich ist der Bereich der Instandhaltung. Das ist ein sehr vielfältiger Bereich. Da geht es nicht nur um die klassische Instandhaltung von Assets in den Gebäudeanlagen. Assets kann ja in Wahrheit auch alles sein. Das sind auch entsprechend dann die Außenanlagen, die ich mit meinen Geodaten dann verknüpfen kann. Und auch in der Instandhaltung habe ich durch meine Betreiberpflichten gewisse gesetzliche Vorgaben, die ich auch oft einhalten muss. Und auch dafür haben wir eben das System entsprechend ausgelegt, dass man hier innerhalb dieser Normen entsprechend auch reagieren kann und diese frei flexibel konfigurieren kann. Aus diesem Bereich der Instandhaltung möchte ich auf fünf folgende Beispiele jetzt entsprechend eingehen. Das erste Beispiel, was Sie hier sehen, natürlich auch wieder meine Assets, in dem Fall Windkraftanlagen, Windparks im Außenbereich, dargestellt in dem Fall die punktuell in der Karte. Und die zentrale Information, die man hier in der Karte schon abgeleitet hat, rote, grüne, gelbe Objekte, deuten sofort darauf hin, rot natürlich, da muss ich irgendwo
am Regieren. Hier wurden Mängel erkannt im System. Und das ist schon ein erster Überblick. Darüber hinaus kann man noch mit Dashboards auch weitere Darstellungen machen, um da nähere Informationen, Details zu diesen Anlagen-Assets zu bekommen. Das zweite Beispiel ist aus dem Bereich der Abwasserversorgung, wo ich auch hier wieder sofort über eine Kartendarstellung zentrale Informationen bekomme. Die wichtigsten oder Infrastruktur, wo es irgendwo gerade kritisch ist, wo ich irgendwo reagieren muss, leuchtet hier auf einen Blick sofort heraus. Ich kann diese Infrastruktur wählen, diese Geodaten auswählen und kann mir sofort nähere Details dazu ansehen, welche Maßnahmen muss ich dort genau machen. Auch das nächste Beispiel, wo ich, ist jetzt nicht Abwasserversorgung, sondern aus dem Bereich der Wasserversorgung, Hydranten zum Beispiel, die ich auch als Geodaten entsprechend spezifizieren kann, darstellen kann, weiß sofort, wo sind die Hydranten, wie kann ich die erreichen am besten, wenn ich dort eine Maßnahme machen muss. Und auch wieder diese unterschiedlichen Darstellungen, einmal auf der Karte, die farbliche Information, die mir sofort ins Auge springt und rundherum über das Instandhaltungsmodul natürlich weitere Maßnahmen, wo ich weiß, okay, bin ich noch innerhalb der Gewährleistungsfristen zum Beispiel von diesem Fachobjekt, von diesem Asset, welche kommenden Maßnahmen plane ich, das können laufende Maßnahmen sein, das können Ad-Hoc-Maßnahmen sein, etc. Dann natürlich eine zentrale Frage, welche Ressourcen, welche Mitarbeiter muss ich für meine Maßnahmen entsprechend planen? Das können externe Mitarbeiter sein, externe Dienstleister, das können auch meine internen Mitarbeiter sein, die ich in einer Ressourcenplanung, in einen Wartungsplan natürlich mit einbeziehen kann und so auch entsprechend im Asset Management diese Ressourcen verschieben kann. Und ja, eines der letzten Beispiele aus der Instandhaltung vorerst, zum Beispiel aus der Straßenzustandsbewertung, wo ich nicht nur meinen aktuellen Zustand abbilden kann von meiner Straßeninfrastruktur, sondern auch entsprechend die Straßeninfrastruktur auf Basis der letzten Jahre bewerten kann, einen Vergleich habe, wo haben sich gewisse Daten geändert, wo greifen denn meine Maßnahmen, wo muss ich in welchen Gebieten vielleicht verstärkter noch Maßnahmen setzen. Ja, von diesem Bereich der Instandhaltung möchte ich kurz in das Contracts-Modul, in das Vertragsmodul kurz einsteigen, wo es darum geht natürlich, dass ich meine Vertragsstammdaten entsprechend pflegen kann, aber natürlich auch meine Kosten von den Verträgen, wurden auch meine Zahlungen geleistet, solche Überprüfungen auch entsprechend in einem System hinterlegen kann. Wann sind Kündigungsfristen einzuhalten, wann läuft denn ein Vertrag ab und dort im Asset-Management im Sinne von Verträgen auch entsprechend reagieren kann. Und als Beispiel hier dargestellt, ein Mietvertrag zum Beispiel, den ich jetzt über eine andere planliche Darstellung, nicht über Geodaten, sondern CAD-Pläne zum Beispiel auch entsprechend auf einem Plan, auf einer Karte mir darstellen lassen kann. Für welche Mieteinheit, für welche Mietobjekte ist denn mein Mietvertrag in diesem einfachen Beispiel gültig? Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich des Energiemonitoring, des Energy Moduls, wo ich meine unterschiedlichen Zählerobjekte im System verwaltet habe und auf Basis der Verbrauchsdaten, die hier angebunden sind, können einerseits manuelle Verbrauchsablesungen sein, können aber natürlich auch IoT-angebundene Verbrauchsablesungen sein über Sensorik, wo mir automatisch sofort diese Daten im 15-Minuten-Takt ermittelt werden und angezeigt werden. Und hier das Beispiel aus dem Energiemonitoring, wo ich interaktiv zum Beispiel einen Vergleich von zwei Gebäuden machen kann. Wie haben sich Kosten entwickelt? Wie hat sich mein Energieverbrauch entsprechend von diesen Objekten auch im Laufe der Jahre entwickelt? Und wo kann ich vielleicht Energieeinsparungspotenzial erkennen? Der fünfte Bereich ist aus dem Bereich des Parcel, des Grundstücks- oder Flurstücksmanagement, wo ich auch hier natürlich gewisse Zustände meiner Flurstücke darstellen kann in der Karte. Wer sind denn meine Eigentümer? Welche Flurstücke? Wo gibt es Verpflichtungen auf welchen Flurstücken? Wo gibt es entsprechende Kosten? Und hier dargestellt in weiteren Beispiels, Dashboard zum Beispiel, auch wieder ein erster schneller Überblick über meinen Gesamtdatenbestand aus dieser Anwendung über all meine Flurstücke. Und der letzte Bereich ist das aus dem
FM Green Spaces, wo es darum geht, einerseits einen Baumkataster, aber auch das Grünflächenmanagement darzustellen, wo ich erkennen kann, okay, bei welchen Teilflächen habe ich denn gewisse Aufwände, weil ich Teilflächen vom Typ Rasen auch anders pflegen muss als Teilflächen vom Typ Asphalt zum Beispiel. Und als Beispiel hier, oder zwei Beispiele mitgebracht, ganz einfach dargestellt, Baumkataster, Baummanagement wieder, wo ich einen Baum entsprechend verortet habe und über laufende Inspektionen, laufende Kontrollen einen Überblick habe, welche Kontrollen wurden schon erledigt, ist mein Baum verkehrssicher, ist er nicht verkehrssicher und auch diese Daten entsprechend darstellen kann. Und auch als letztes Beispiel noch, natürlich habe ich dann sehr viele Stammdaten im System entwickelt und erfasst. Die kann ich natürlich auch weiter nutzen für eine CO2-Auswertung meiner Bäume, wie viele CO2 speichern denn entsprechend diese Bäume. Und dargestellt hier, das sieht man in diesen beiden mittleren Kacheln, einerseits den die CO2-Bindung, andererseits auch gegenübergestellt, was würde man jetzt für diese Bäume an Fahrkilometer brauchen, um diesen CO2-Verbrauch wieder ausstoßen zu können. Und das sind auch so Fragestellungen im Bereich Nachhaltigkeit, die uns natürlich in Zukunft unserer Meinung nach immer wieder mehr treffen werden. Ja, zusammengefasst eben, Vertiges FM ist eine Plattform, mehr als eben nur GIS. Man sieht hier unterschiedliche Darstellungen. Wir haben jetzt in diesen Beispielen zuvor gesehen natürlich die Desktop-Darstellung, aber natürlich auch im Berichtswesen habe ich immer wieder eine Karte integriert, die ich entsprechend verwenden kann. Oder auch mobile Lösungen. Ganz wichtig, meine Assets muss ich auch natürlich mobil vor Ort im Außendienst kontrollieren und dort vielleicht Mängel erfassen, mit Fotos erfassen. Auch hier bieten wir entsprechende Apps und Anwendungen mobil dazu an. Gut, was möchten wir Ihnen mitgeben aus diesem Vortrag? Eben, es ist eine Plattform mehr als nur GIS. Sie steigern natürlich die Effizienz, die Transparenz und sparen auch entsprechende Kosten ein, wenn Geodaten im Asset Management verwendet werden. Und es ermöglicht natürlich auch vor allem mit der Verwendung von diesen Dashboards eine fundierte, schnelle Entscheidungsfindung, wo ich auch natürlich entsprechende Kosten und Zeit wieder einsparen kann. Gut, Sie haben jetzt gesehen, es gibt einige Beispiele, kann natürlich nicht alles herzeigen jetzt in dieser Zeit. Wenn Sie Demos sehen wollen von uns, wir sind natürlich auch an einem Stand hier vertreten, besuchen Sie uns in der Halle 3 am Vertiges Stand. Wir haben unterschiedliche Demostationen aufgebaut für reines WebGIS alleine, aber auch für Vertiges FM. Und ja, genau hier noch einmal abgebildet der Plan dazu. An der Stelle, ich hoffe, Sie konnten irgendwo einen Anreiz auch mitbekommen, wie Sie Ihre Geodaten entsprechend verwenden könnten mit Asset Management. Würde mich freuen, wenn wir den oder die eine oder andere auch von Ihnen noch bei unserem Stand treffen würden für eine weitere Produktpräsentation. Bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit und vielleicht gibt es Fragen jetzt schon.